Nöp. Darf ich da überhaupt rum ums Eck? Grüße an die Zukunft. Ich sage euch gleich, ich war nicht schuld dran. Ich fahr's da einfach mal und guck, was passiert. Kranteln, das ist eine Lebenseinstellung. Das möchte ich ja mal festgehalten wissen. Was machst du da jetzt? Na, was sieht's denn aus, du Pimmelkopf? Wir haben Samstag früh, 4 Uhr, wir sind mal wieder im Auftrag von unseren Fahrschülern unterwegs. Wir haben uns wieder was Neues angeschafft. Da fahre ich erst mit Marcel, der gerade hinter der Kamera sitzt. Der dreht jetzt mal die Kamera, dass er, ne, er will nicht gesehen werden. Ne? Noch nicht, das ja, wir ist fahren, zu früh. Wir fahren jetzt nach Hessen hoch und holen da was für euch ab. Was es ist, werdet ihr später sehen. Kleiner Tipp vorab, es sind keine Wunderbäumchen fürs Auto. Das machen andere Fahrschulen. Wir kaufen richtige Sachen. Dann bis später. Seid gespannt. Falls wir das Ganze überleben, könnt ihr euch das Video nach YouTube anschauen. Marcel lacht jetzt gerade im Hintergrund noch, weil der meint, ich mag Spaß. Filmst du schon wieder? Nein. Mach bitte das Ding aus. 12 seconds later. Ach scheiße, ich kann keine kippen und ich habe keine Maske dabei. Hallo. Mach einen Flickschlag. Auch eine. Ich habe eine. Ich bin vorbereitet. So, hier ist der Markus wieder. Mittlerweile haben wir es 20 vor 7. Wir sind jetzt auf dem Rasthof Würzburg. Kurzes Zigarettenpäuschen, dann geht's weiter. Könntest du mal ein bisschen meine unterfränkische Heimat Unterfranken begutachten? Ja, kann man so ein bisschen ins Maintal reinschauen. Ja, schöne grüne Mülltonnen haben wir hier. Kein Witz mehr. Was soll ich sonst noch sagen? Wir kaufen keine Wunderbäume fürs Auto. 5 minutes later. Jetzt muss man dann so ziehen. So, das ist jetzt aber auch nirgends noch sicher unten aus, oder? Boah, der FK und seine scheiß Batterie. Der funktioniert ohne Batterie. Das ist ein rein Diesel. Das ist wahrscheinlich Beifahrerseite im Boden drin. Was machst du da jetzt? Ich spiele mit der Nachbarskatze Monopoly. Na, was sieht's denn aus, du Pimmelkopf? Ja, selbstverständlich. Wir sind zu zweit. 1 hour later. Und was war's jetzt? So, also. Nach einer Stunde Pause können wir jetzt endlich wieder weiterfahren. Ja, eigentlich wollten wir bloß Kippen holen. Und dann ist der Karren immer angesprungen. Der Herr Furchtner vom ADAC, der fährt jetzt hier gleich weg, rechts neben uns, hat uns da wirklich toll weitergeholfen. Wir mussten einfach bloß kurz Batterie abklemmen, wieder anklemmen, dass man da einfach mal so ein Reset macht. Das ist halt der Elektronikschrott in den Autos. Und jetzt können wir weiterfahren. Jetzt wissen wir auch, wie wir uns selbst weiterhelfen können, falls nochmal was kommt. Aber es läuft, ja. Da drüben seht ihr dann nochmal unseren gelben Engel, der uns da jetzt wirklich ein bisschen den Arsch gerettet hat. Jetzt ist da wieder tot. Ja,
Scheiße, Torbogen. Wie hoch ist das Ding? Wie hoch sind wir? Ja, schau doch mal. Schau mal, wie hoch der Karren ist. So, jetzt sind wir da und jetzt gucken wir da mal rein und schauen, ob wir den Norbert treffen. Ob der schon da ist, dass wir das neue Spielzeug für euch abholen können. So, wir sind fertig. Ups. So, wir sind fertig hier in Seligenstadt, haben eingeladen, haben noch einen Kaffee gekriegt. Und jetzt machen wir uns auf den Rückweg. Und dann schauen wir mal, ob wir was Passendes für euch eingekauft haben. Der Vogel hat wieder wunderbar geparkt. Darf ich da überhaupt rum ums Eck? Ja schon, das Navi sagt, ich darf. Alter, was ist denn hier los heute? Ich fahr's da einfach mal und guck, was passiert. Nöp, nöp. Granteln, das ist eine Lebenseinstellung. Das möchte ich ja mal festgehalten wissen. Ja? Grantler wird man nicht, Grantler kann man nicht sich aneignen. Granteln ist man, und zwar von Geburt an. Ja, und entweder Grantle oder Grantle nicht. Falls hier in 2 Millionen Jahren irgendwann mal irgendein depperter Archäologe eine SD-Karte ausgräbt und die findet, Grüße an die Zukunft. Ich sage euch gleich, ich war nicht schuld dran. Denkt euch nichts dabei, wenn ihr irgendeinen Scheiß ausgrabt, grabt es einfach wieder ein und gut ist, weil die sind nämlich alle blöd mittlerweile. Das hat alles keinen Sinn, was sie da eingegraben haben oder was die Archäologen in der Zukunft finden. Das ist alles total sinnbefreit. Also da braucht es ja keine Museen und sowas machen, das rentiert sich einfach. So, jetzt konzentriere ich mich wieder ein bisschen aufs Autofahren. Ja, ich habe da oben meinen Fernseher, der mir sagt, wo es hingeht. Und vielleicht, es läuft ja vorne auch noch die GoPro mit, vielleicht sehen wir noch das ein oder andere Highlight auf der A3. Haben wir es, keine Ahnung wie viel Uhr, wir sind wieder zurück in Dillingen und wie schon dreimal gesagt, wir haben keine Wunderbäumchen für die Autos gekauft. Wir investieren unser Geld lieber sinnvoll und haben uns nochmal dazu entschlossen, einen dritten Fahrsimulator für die Ausbildung zu kaufen. Hier steht das gute Stück, das stellen wir jetzt dann noch rein in die Fahrschule, der wird dann am Montag eingerichtet. Und dann könnt ihr ab Montagnachmittag, spätestens Dienstag, am dritten Simulator auch noch für eure praktische Ausbildung euch vorbereiten. Und dann geht da was vorwärts bei uns. Bis dann, viel Spaß!